So. Ich lese, EUR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis. Und in Lektion 19, die Rücklagen in der EU, Teil Besonderheiten der EUR, bin ich angekommen bei Rücklage für Ersatzbeschaffung nach höherer Gewalt. Es gibt dann noch den Fall, es gibt den Fall 92 und den Fall 93 und damit endet die Lektion. Es geht dann weiter mit Lektion 20, Gewechsel der Gewinnermittlungsart. So, als erstes radiere ich mal mein Zeichen weg. Rücklage für Ersatzbeschaffung nach höherer Gewalt. Fall 92, ein Fall höherer Gewalt. Am 30.06.01 wird bei einem nächtlichen Schwelbrand eine elektronische Anlage in der Praxis von Zahnarzt Z vollständig zerstört. Zum 01.01.01 betrug der Buchwert der Anlage 20.000 Euro. Die jährlichen Abschreibungsbeträge beliefen sich auf 5.000 Euro. Die Versicherung überwies einen Betrag in Höhe von 60.000 Euro. Dieser Betrag beinhaltet eine Entschädigungsleistung für den entgangenen Gewinn in Höhe von 10.000 Euro. Zahnarzt Z bestellt noch im November 01 eine funktionsgleiche Anlage zum Wert von 72.000 Euro. Die neue Anlage wurde jedoch erst im Februar des Jahres 02 geliefert. Z ermittelt seinen Gewinn durch Erstellung einer EUR. Kann für die Beschaffung der neuen Maschine auch eine Rücklage gebildet werden? Ja, das ist möglich. Wenn Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens durch höhere Gewalt, ja, das ist möglich. Wenn Wirtschaftsgüter durch des Anlagevermögens durch höhere Gewalt, zum Beispiel Diebstahl, Brandsturm, Hochwasser oder behördliche Eingriffe, zum Beispiel Enteignung, aus dem Betriebsvermögen ausscheiden und für diese ausgeschiedenen Wirtschaftsgüter eine Entschädigung gezahlt würde, die über dem Buchwert des Wirtschaftsgutes lag, in Klammern Aufdeckung stiller Reserven, kann eine Rücklage für Ersatzbeschaffung gemäß ja, 6.6 ESTR ISTR steht hier nicht mehr drin. Gebildet werden. Die Rücklage kann maximal in Höhe der Differenz in Klammern gleich Gewinn, Klammer zu, auch Entschädigungszahlung und Buchwert gebildet werden. Achtung, die Entschädigungsleistung für den Verlust des Wirtschaftsgutes muss dabei abgegrenzt werden
von anderen Leistungen, wie zum Beispiel Schadensersatzzahlungen für entgangene Gewinne oder andere Nebenkosten, die von der Versicherung oder der Behörde gezahlt werden. Diese Leistungen werden in voller Höhe als Betriebseinnahmen versteuert. Weitere Voraussetzungen für die Bildung sind, es muss ein funktionsgleiches Wirtschaftsgutes angeschafft werden. Es muss ein funktionsgleiches Wirtschaftsgut angeschafft werden. Ersatzbeschaffung muss bei beweglichen Wirtschaftsgütern grundsätzlich ein Jahr nach der Bildung der Rücklage erfolgen. Bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern, in Klammern Gebäude und Grundstücke, Klammer zu, verlängert sich die Frist auf 2 Jahre. Die Rücklage der Ersatzbeschaffung muss aus der Buchhaltung ersichtlich sein. Sollte aufgrund von Lieferengpässen das Wirtschaftsgut erst 2 Jahre nach Ausscheiden angeschafft werden, ist eine Verlängerung des Investitionszeitraumes auf Antrag möglich. Voraussetzung dafür ist eine verbindliche Bestellung. Zahnarzt Z kann also für das Jahr 01 eine Rücklage nach R6.6 der Einkommensteuerrichtlinie bilden. Um die Höhe der begünstigten Rücklage zu ermitteln, ist zunächst der Buchwert der Anlage zum 01 zu berechnen. Buchwert zum 01 sind 20.000 Euro minus anteilige Abschreibung bis zum 30.06.01 sind 2.500 Euro. Restbuchwert zum 01 sind 17.500 Euro. Die nach R6.6 zu bildende Rücklage für die neue Anlage beträgt folglich Versicherungsentschädigung 50.000 Euro minus Restbuchwert 17.500 Euro, Rücklage 32.500 Euro. Die Entschädigungszahlung für den entgangenen Gewinn 1.000 Euro ist nicht begünstigt und im Jahr des Zuflusses als Einnahme zu versteuern. Zu beachten ist, dass die Anlage aufgrund ihrer Zerstörung vollständig auf 0 Euro abzuschreiben ist. In Klammern Abschreibung für außergewöhnliche technische und wirtschaftliche Abnutzung AFAA, Klammer zu. Im Jahr 02 kann Zahnarzt Z die Rücklage in voller Höhe auf die Anschaffungskosten der neuen Anlage anrechnen. Die Berechnung ergibt sich wie folgt. Anschaffungskosten neue Anlage 72.000 Euro minus Auflösung Rücklage 32.500 Euro. Restbuchwert in Klammern AFA Bemessungsgrundlage sind 39.500 Euro. Fall 93, die preiswerte Anlage. Wie wäre der Sachverhalt zu beurteilen, wenn die Anlage nur 45.000 Euro gekostet hätte? Sollte die Entschädigungsleistung höher ausfallen als der Anschaffungswert der Ersatzanlage, kann die Rücklage nur anteilig übertragen werden. Dazu müsste folgende Verhältnisgleichung gebildet werden. Rücklage mal Kaufpreis, Ersatzanlage durch Versicherungsleistung, übertragbare Anteil. Teil der Rücklage. Die Rücklage beträgt weiterhin 32.500 Euro Anschaffungskosten, neue Anlage 45.000 Euro, Versicherungsentschädigung 50.000 Euro sind Rücklage 32.500 Euro mal 45.000 Euro Kaufpreis geteilt durch Versicherungsentschädigung 50.000 Euro sind 29.000 Euro.
500 Euro, gebildete Rücklage sind 32.500 Euro, davon begünstigt 29.250 Euro, als Ertrag sofort zu versteuern sind 3.250 Euro. Die Einlage eines Wirtschaftsgutes gilt nicht als Ersatzbeschaffung. Hinweis. So, es geht weiter mit Lektion 20. Der Wechsel der Gewinnermittlungsart. Das ist dann aber auch eine neue Folge. Die Sektion hat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Das ist auch wieder so eine lange Folge. Mit ganz viel Tabelle. Das ist bis 184. Das sind 12 Seiten. Das ist eine Menge. So. Damit mache ich jetzt aber nicht weiter. Tschüss.